Andacht am 16.05.2022 von Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Debbie. Wir haben eine kleine Krise in unserem Haus. Es ist eine kleine Familienkrise. Ich habe einen zweiten Teenager im Haus. Diesen Morgen wachte mein Hund auf und mir wurde klar, dass er ein Teenager ist. Ich war mit ihm unterwegs und er reagierte auf einen weiblichen Hund. Da wurde mir klar, dass er nun ein Teenager ist. Erste Anfrage. Teile etwas von deinem Herzen. Reinhard antwortet, wer von uns? Doch nicht immer ich, oder? Das können Debbie und Gracie auch. Vielleicht sollte ich ja gehen. Alle lachen. Nächste Frage. Wie ging es Debbie, als du im Himmel warst? Reinhard antwortet, das war mitten in der Nacht, sie merkte nichts davon, sie schlief. Nächste Frage. Welches Land, das du besucht hast, gefiel dir am besten? Wo möchtest du wieder hin? Debbie sagt, Französisch-Polynesien, Thailand, Südafrika, Peru. In Kanada mochte ich Vancouver, aber das restliche Land nicht so sehr, das zählt dann wohl nicht. Reinhard ergänzt, Bora Bora ist der schönste Ort, den ich auf dieser Erde gesehen habe, aber ich möchte nicht mehr dorthin. Thailand, Irland, Südafrika, das sind wohl meine Lieblingsländer. Nächste Frage. Wie komme ich in die Freiheit? Nur durch Meditation oder muss ich auch die Ursache suchen? Antwort von Reinhard. Die Frage ist sehr kurz gehalten, ich verstehe sie so. Wenn ich spüre, dass ich in einem bestimmten Bereich Befreiung brauche, reicht es dann, über die entsprechenden Stellen im Wort Gottes zu meditieren oder muss ich an die Wurzeln meiner Gefühle gehen? Ich glaube nicht, dass man immer die Ursache für eigenes Verhalten oder Denken finden muss. Das kann meiner Meinung nach sogar gefährlich sein. Denn wenn man keine Ursache dafür findet, bleibt man im eigenen Denken oder Verhalten stecken. Du musst durch Meditation in deinem Herzen wirklich glauben, wer du jetzt in Christus bist. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist von Grundlegung der Welt an geliebt und angenommen. Und du brauchst beständig diese Einstellung, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Wenn es eine Wurzel gibt, die dir offenbart werden muss, vertraue dem Heiligen Geist. Ich halte es für kontraproduktiv, immer nach der Wurzel zu graben. Das hält dich gefangen und es macht dich zum Opfer. Du fragst dich ständig, warum ist mir dies oder jenes geschehen? Der Vater im Himmel hat dich viel früher angenommen. Warum suchst du nach Ursachen in deiner kleinen, kurzen Vergangenheit? Du musst zur Quelle zurückkehren. Deine Quelle ist Jesus und das vollbrachte Werk des Kreuzes. Dorthin musst du immer wieder zurückkehren. Nächste Frage. Wann kommst du nach Bahia, einem brasilianischen Bundesstaat? Antwort von Reinhard. Dieses Jahr nicht. Mehr weiß ich nicht. Nächste Frage. Gibt es ererbte Flüche? Wie breche ich sie? Antwort von Reinhard. Ja, sicher gibt es Generationenflüche. Aber Jesus Christus wurde zum Fluch, damit wir frei sind. Ich habe einen Freund, der heute Abend zu uns kommt. Er hatte einen Dienst, wo er solche Flüche brach, aber er selbst war nie frei. Er wusste alles und konnte viele Flüche sofort benennen. Er tat diesen Dienst für Gott. Ich fragte ihn, warum glaubst du, dass Satan eine Macht über dich oder über andere hat?
Jesus hat Satan am Kreuz besiegt. Er hörte diesen Dienst auf. Seither hat er keine Probleme mehr mit Flüchen. Wenn du glaubst, dass es Generationenflüche gibt, wirst du das auch erleben, denn du erlebst, was du glaubst. Reinhard sagt, hier ist eine Frage bezüglich Geist, Seele und Körper. Die Bibel ist da nicht so klar, ich rede nicht darüber. Nächste Frage. Da ist eine Frage für Debbie. Hast du schon mal daran gedacht, ein Buch zu veröffentlichen über all die unterschiedlichen Speisen auf der Welt? Debbie antwortet, ja, ich plane das tatsächlich. Doch wir haben immer Gäste hier. Wir genießen es auch, gemeinsam ein Schlückchen Alkohol zu trinken. Wir haben einen jungen Hund. Ich habe also genug zu tun. Aber ich möchte das gerne tun. Ich dachte an ein Videobuch, einen Kurs. Reinhard ergänzt, sie denkt darüber nach. Debbie sagt, danke für die Frage. Nächste Frage. Wo lebt ihr? Antwort von Reinhard, in Sao Paulo. Nächste Frage. Wie kann ich Gott um Dinge bitten, die ich haben möchte? Ich meine Urlaub, eine schöne Wohnung, ein Auto und so weiter. Antwort von Reinhard. Die Antwort ist ganz einfach. Bitte Gott nicht darum. Warum willst du Gott um Dinge bitten, die du möchtest? Das ist eine falsche Theologie. Es geht nicht um das, was wir wollen, sondern was Gott will. Schaut in 2. Korinther 5,15. Einer starb für alle, damit die, die jetzt leben, nicht für sich selbst leben, sondern in ihm, der für sie starb. Das ist die Bestimmung, für die du jetzt lebst. Und Jesus wird sicherstellen, dass du alles bekommst, was du brauchst, aber du musst es im nehmenden Glauben annehmen und Gott dafür danken und es mit deinem Herzen glauben und danach handeln. Bitte Gott nicht. Sag Danke. Glaube, dass dir alles gehört. Du erhältst alles von Gott, was du brauchst, um zu leben, wie er es möchte. Wir behandeln Gott oft wie einen Weihnachtsmann. Aber er ist nicht der Weihnachtsmann. Er ist ein liebender Vater, der sich um dich sorgt. Er möchte, dass es dir gut geht. Hör auf, für dich zu leben und lebe für ihn. Und alles wird erfüllt sein, bevor du selbst daran denkst. Vertraue ihm mit jeder Faser deines Lebens. Debbie ergänzt, mir fällt hierzu das Prinzip vom Säen und Ernten ein. Ich erinnere mich, dass wir zwei Ehepaaren einen Urlaub bezahlten, den sie sich selbst nicht leisten konnten. Wir dachten dabei gar nicht ans Ernten. Aber wir bekamen danach 4 kostenlose Urlaube spendiert. Oder dieses Erlebnis, wir brauchten ein Auto und Bekannte von uns auch. Wir kauften den anderen ein Auto. Dann bekamen wir ein Auto, das wir uns selbst nicht hätten leisten können. Ich denke, das ist wichtig. Wo haben wir gesät und geerntet? Reinhard sagt manchmal zu mir, ich habe davon zu viel, ich muss es weggeben. Manchmal finde ich das übertrieben. Sei vorsichtig damit, doch bleibe großzügig. Reinhard ergänzt, ich sagte von Anfang an zu Debbie, dass Großzügigkeit mein Lebensstil sein soll. Wir hatten beide eine New International Version Bibelübersetzung. Ich erinnere mich, als Gott eines Morgens zu mir sprach, das war im August 1983, es war ein Bibelvers und ich schrieb mir das Datum und den Gedanken mit Bleistift in meine Bibel. 3 Jahre später heirateten wir und ich erzählte Debbie
von dieser meiner Lebenseinstellung der Großzügigkeit, bevor wir heirateten. Sie sagte, Gott sprach zu mir durch den gleichen Vers, und auch ich habe mir das Datum beim Bibelvers aufgeschrieben. Wir verglichen unsere Bibeln. Es war der gleiche Tag. Inzwischen leben Debbie und ich seit 35 Jahren ein Leben radikalen Säens und Erntens. Worum sollte ich Gott bitten? Er gibt mir doch alles. Freue dich an Gott. Iss dein Brot, aber iss nicht die Saat, sondern säe sie aus. Nächste Frage. Wie kann ich die beste Frau für meinen Ehemann werden? Antwort von Debbie. Ich arbeite noch daran. Ich weiß nicht, wie das geht. Reinhard antwortet. Ich sage dir ein paar Punkte. Erstens, liebe deinen Ehemann nie mehr als Jesus. Dann wärst du eine schreckliche Frau. Jesus ist alles, er ist die absolute Autorität. Zweitens, dieser Punkt ist einfach. Sei eine Frau, die Gott ehrt, die in Einfachheit lebt und ihr Herz öffnet. Und sei nicht die Mutter deines Mannes, sondern seine Ehefrau. Denk daran. Drittens, ich gebe dir noch einen Schlüssel für deine Ehe. Arbeitet dauerhaft weiter an eurer Ehe. Ehe ist harte Arbeit. Debbie sagt, ich versuche, Dinge zu tun, die ihn glücklich machen. Reinhard sagt, sie ist eine sehr gute Ehefrau. Wir wurden wirklich beste Freunde. Ich habe keinen besseren Freund auf dieser Welt als Debbie. Und ihr müsst viele Kompromisse eingehen. Es gibt Dinge, die ich nicht mag und ich tue sie, weil Debbie diese Dinge mag. Umgekehrt ist es genauso. Debbie sagt, das stimmt. Ich schaute mit Reinhard Fußball an, weil er sich das gerne anschaute. Jetzt mag er Fußball nicht mehr, aber ich. Alle lachen. Reinhard sagt, jetzt schaue ich das Fußballspiel mit Debbie an, weil sie es mag. Ich mag es nicht mehr. Eins der größten Probleme ist die Selbstzucht. Ich denke, wir beide haben gelernt, nicht mehr selbstsüchtig zu sein. Ich fahre mit Debbie ans Meer, sie mit mir in die Berge. Ich mag Meer und Strand nicht so. Sie mag die Kälte auf den Bergen nicht. Und noch eins ist wichtig. Intimität. Und zwar alle Formen der Intimität. Die intellektuelle Intimität, die emotionale Intimität, die geistliche Intimität und die körperliche Intimität. Ich möchte Intimität auf der ganzen Ebene mit ihr haben. Nächste Frage. Wie kann ich Angst überwinden? Antwort von Reinhard. Dazu gibt es ein Video, Overcoming Anxiety. Schau dir das an. Nächste Frage. Reinhard sagt, diese Frage möchte ich nicht beantworten, aber ich denke, es ist nötig. Wenn der Mann seine Frau schlägt, wie kann die Ehe gelingen? Reinhard sagt, möchtest du das beantworten, First Lady? Debbie sagt, nein. Reinhard sagt, gut, dann antworte ich. Ich möchte dir gern sagen, schick ihn für 2 Wochen in mein Haus. Danach ist das Problem gelöst. Aber das kann ich nicht leisten. Was ich ehrlich glaube, ist, wenn der Mann seine Frau schlägt, ist das kein Grund für eine Scheidung.
Leider oder vielleicht glücklicherweise. Denn die Ehe ist ebenso wie der neue Bund kein Vertrag. Sie ist ein Bund. Wir waren Gott oftmals untreu. Doch er hat uns immer wieder vergeben und sich nicht von uns geschieden. Die Ehe ist ein Bund. Ein Bund ist etwas sehr Wichtiges in Gottes Augen. Ich denke aber auch, dass Frauen nicht mit einem Mann zusammenleben sollten, der sie körperlich schlägt. Es gibt einen Unterschied zwischen Trennung und Scheidung. Trennung ist Abstand und bietet die Chance zur Veränderung. Schon vor 30 Jahren habe ich Frauen wie dir diesen Rat gegeben. Und ich habe immer mit beiden Partnern gesprochen, nicht nur mit einem. Einmal äußerte die Frau: „Er schlägt mich immer." Und der Mann gab zurück: „Sie schlägt mich immer zuerst." Noch ein Gedanke. Wir leben in einem Land, wo es ein Gesetz gibt, das Menschen vor Gewalt schützt. Wenn dein Mann dich schlägt, rufe die Polizei. Warum willst du leiden, wenn es Gerechtigkeit und Schutz gibt? Ich möchte nicht, dass er ins Gefängnis muss. Er schickt sich mit seinem Handeln selbst ins Gefängnis. Dann, wenn er im Gefängnis sitzt, vollziehe eure Trennung. Wohne getrennt von ihm, bis er aufhört, dich zu schlagen. Debbie sagt: „Oft ist da die Angst, dass der Mann die Frau tötet, wenn er ins Gefängnis muss." Reinhard sagt: „Diese Angst besteht aber ebenso, wenn die Frau sich scheiden lässt. Warum soll er nicht ins Gefängnis gehen, wenn er seine Frau schlägt? Warum willst du lieber sein Handeln ertragen und im Herzen Groll und Bitterkeit anhäufen? Außerdem, wenn du dich scheiden ließest, würde er halt eine andere Frau missbrauchen und verletzen. Er wird sein Verhalten nicht ändern, wenn er keine Konsequenzen für sein Handeln tragen muss." Debbie sagt: „Dann bleibt die Frage, wo sich die Frau hinwenden soll, während der Mann im Gefängnis ist. Wo findet sie Schutz?" Reinhard sagt: „Eigentlich ist dafür die Gemeinde da. Die Geschwister sollten füreinander sorgen. Die Wahrheit ist, die Gemeinde sollte so sein, dass jemand sein Haus öffnet und die Frau schützt. Leider ist das sehr selten. Das ist sehr traurig." Nächste Frage: Wie kann man die Einfachheit des Evangeliums konsequent leben? Antwort von Reinhard: „Zuerst musst du die Religion hassen. Die Religion macht kompliziert, was ganz einfach ist. Zweitens musst du an Jesus glauben, der das Evangelium ist und gebracht hat. Er ist die gute Nachricht. Je näher du in deiner Beziehung an Jesus dran bist, desto einfacher ist es, in der Einfachheit zu bleiben. Hiob ist die Frage, aber Jesus ist die Antwort. Warum litt Hiob so schrecklich? Warum verlor er alles? Warum wurde er so krank? Die Antwort auf all diese Fragen ist in Jesus. Wir machen häufig den Fehler, dass wir das Alte Testament lesen und dabei eine Menge Fragen auftauchen. Aber wir schauen nicht auf Jesus. Er ist die Antwort. Nächste Frage. Reinhard sagt: „Debbie wählte eine Frage für mich aus, deshalb werde ich sie beantworten." Debbie sagt: „Sie ist an Reinhard gerichtet." Reinhard sagt: „Aber wir sind ein Fleisch." Alle lachen. Die Frage lautet: „Wie kann ich meinen religiösen Ehemann dazu bringen, im neuen Bund zu leben?" Reinhard antwortet: „Das kannst du nicht und sollst du nicht. Wir haben einen Gott, der uns unseren freien Willen lässt. Wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehen wirst,
Wird Gott dich nicht fragen, warum du deinen Mann nicht dazu gebracht hast, im neuen Bund zu leben? Die erste Frage wird sein, warum hast du auf Erden gelebt und deinen Mann nicht wirklich geliebt? Wenn dein Mann religiös sein will, lass ihn. Lebe du im neuen Bund, lebe ihn einfach und liebe deinen Mann. Debbie ergänzt, das ist, wie wenn Reinhard Auto fährt. Ich muss ihn lassen, auch wenn ich fast sterbe. Reinhard sagt, sie würde in meinem Leben nichts ändern, außer meine Fahrweise. Und sie ist in guter Gesellschaft. Ich war in über 70 Ländern und überall gab es Frauen, die nicht einverstanden waren mit dem Fahrstil ihrer Männer. Ich bin ehrlich, ich würde gerne so fahren, dass Debbie zufrieden ist. Aber das kann ich nicht. Sie wird immer etwas auszusetzen haben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist überall auf der Welt so. Wir müssen einander ertragen in Liebe. Debbie sagt, du findest immer die richtigen Worte. Nächste Frage. Was bedeutet das Wort sucht zuerst nach dem Reich Gottes? Ich habe das nie verstanden. Debbie antwortet, wenn du die Bibel liest und spürst, dass etwas dein Herz berührt, dann ist es eine Weise, wie Gott zu dir spricht. Normalerweise solltest du darauf reagieren. Du solltest gehorsam sein. Ich erzähle euch ein Erlebnis. Vor 3 oder 4 Wochen meditierte ich in meiner stillen Zeit. Ich gehe zu meinem Lieblingsplatz, das ist ein Strand am Meer. Dort treffe ich Jesus. Normalerweise ist dort heller Sand am Meer und die Sonne scheint. Aber als ich dieses eine Mal dort war, regnete es. Regen an meinem Lieblingsplatz. Ich sah 2 Särge dort am Strand. Ich erkannte, was das bedeutet. Mir selbst sterben. Jesus sagte, ich solle in einen der Särge steigen, um vor dem Regen geschützt zu sein. Niemand will sich selbst sterben. Die Särge lagen nebeneinander am Strand. Ich stieg in den einen hinein und schloss den Deckel. Jesus stieg in den anderen Sarg neben mir. Kaum lag ich da, griff Jesu Hand durch die Sargwand hindurch, erreichte mir seine Hand. Ich erkannte, selbst wenn wir uns selbst sterben müssen, ist Jesus da und hilft uns. Ich sagte, Jesus, ich weiß nicht, wie ich mir selbst sterben kann. Hilf mir. Und Jesus antwortete, wenn Reinhard dich wieder bittet, etwas Geistliches zu tun, tue es. Dann fragte mich Reinhard, ob ich ein Live mit ihm mache. Und hier sind wir. Wenn wir gehorsam sind und alles mit ihm tun, gibt er uns alles, was unser Herz begehrt. Denn bevor wir diese Wünsche überhaupt spüren oder haben, müssen wir das alles hingeben und aufgeben, alle Träume, alle Vorstellungen. Und dann muss Gott uns Schritt für Schritt leiten, wohin er will. Er wird unsere Wünsche besser erfüllen, als wir es uns vorstellen könnten. Es ist alles um Jesus herum zentriert. Und hier ist mehr gegeben, als wir jemals gedacht hätten. Und wir sind glücklich. Reinhard sagt ergänzend, das Reich Gottes ist ein Ort, wo es einen König gibt, der regiert. Der König, der das Reich regiert, ist Jesus. Immer wenn du Ja zu Jesus sagst, suchst du sein Reich. Es gibt 2 Reiche in dieser Welt. Das Reich Gottes, wo Jesus der König ist, und das Reich der Finsternis, wo du der König bist, weil sich alles um dich dreht. Selbstsucht ist dämonisch und kommt von Satan. Du folgst ihm,
wenn du selbstsüchtig bist. Sag jeden Tag: Jesus, ich will tun, was du möchtest, ich werde dir gehorchen, und dann tue es. Danke fürs Zuhören.